So, hallo ihr Lieben. Moin, moin. Habe ich den Chat? Moment, habe ich Chat am Start? Ist der Chat da? Kann der Chat was schreiben? Ich brauche doch den Chat. Guten Morgen. Teffan. Sie Teffan. Ich grüße dich. Ich bin froh, dass du da bist. Wir gehen spazieren, das Wetter ist gut. Und ich muss mal raus. Ich muss mich mal bewegen. Einmal ein bisschen durch die Gegend gehen, das ist gerade ganz gut. Hallo ihr Lieben. Hi. Schönen guten Tag. Ich bin auch froh, dass ich da bin, ehrlich gesagt. Ja, ist ein bisschen komisch gerade, weil ich nicht so bin, wie ich eigentlich sein will. So, ja, also ihr kennt mich, bin nicht so der traurige Mensch grundsätzlich. Und lass mich auch nicht so schnell irgendwie nach unten ziehen. Aber ich ist gerade trotzdem für mich irgendwie komisch. So, also ich bin gerade so, wie ich bin, ja, also nicht falsch verstehen. Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Okay, Sam aus UK weiß natürlich gar nicht, was abgeht. Ja, hi Sam. Ja, I don't know how to explain it in a proper way, but the short version is that the room which I rent and the room which, yeah, in which I did the drumming action and my streams and so on, the building exploded in the night from Sunday to Monday. Yeah, that's the problem. Mir ist nichts passiert, das ist ganz gut. Ich gehe da jetzt auch übrigens gerade hin, ne? Also, ich schaue mir das nochmal an. Und wir können mitkommen. Ich wollte eigentlich gestern gar nicht das irgendwie publik machen, um ehrlich zu sein. Aber das ist auch eine bescheuerte Reaktion. Ich kenne solche Gefühle nicht so. Weißt du, das ist irgendwie für mich was ganz, wie für alle anderen auch, was ganz Absurdes. Und da habe ich dann halt gedacht, nee, das mache ich jetzt so mit mir aus und so, das reicht. Aber es haben natürlich auch viele Leute mitbekommen, dass ich da drin bin. Und es haben mir dann, ich habe da Nachrichten erhalten von Leuten, die sich Sorgen gemacht haben. Es ging schon irgendwie früh morgens los, dass ich Christoph, dem Dude, mit dem ich da halt den Raum habe, also Christoph von Eid, dem habe ich halt noch ein Foto geschickt von den Kartons vom Drumset, so, weil ich habe es ja ausgepackt und habe ihm dann mitgeteilt, so, dass ich die Kartons halt wegräume, so dass ich das einfach nur nicht mehr in der Nacht machen werde. Und dann war er halt ganz panisch, weil er halt morgens einen Anruf von seinem Bruder bekam, der halt schon früher zur Arbeit gefahren ist, also es ist ja um 4:30 explodiert. Und ich weiß nicht, hat dann um 6:30 oder so angerufen, keine Ahnung. Und hat er halt von mir diese WhatsApp-Nachricht bekommen oder gelesen, von wegen, ja, die Kartons packe ich noch weg. Und Christoph hat halt gedacht, ja, alter Scheiße, muss mal Krogi anrufen. Und ich habe das gar nicht gerafft, weil ich bin halt rangegangen, war halt noch ganz verballert, so irgendwie vom Halbschlaf. Und dann war er so, ey, mega, bin super erleichtert, dass du rangehst. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich dachte, er wäre irgendwie echt sauer wegen den Kartons. gar nicht gerafft. Und dann sagte er, ja, unser Büro ist explodiert. Also was, ey, nochmal langsam. Was sagst du gerade? So im Halbschlaf, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Ganz langsam. Was ist passiert? Ja, das Gebäude ist explodiert. Ich sag, du verarschst mich. Ich war vor ein paar Stunden da. Naja, keine Verarsche. So, also wirklich absolut surreal. Völlig gestört. ist auch irgendwie komisch, dass so... Also es tut ganz gut, euch das zu erzählen, um ehrlich zu sein, weil da geht es mir schon, ehrlich gesagt, besser mit. Weil ich glaube, ich bin so ein Typ, ich muss Dinge loswerden. Dann ist das cool, wisst ihr? Dann
dann komme ich damit besser klar. Also cool ist übertrieben, aber dann komme ich für mich persönlich besser damit klar. Das meine ich. Ihr versteht, was ich meine. Ja. Und dann bin ich da halt irgendwann hingefahren. Und dann waren halt, dann habe ich, also es war alles abgesperrt komplett, weil nicht nur, dass das Gebäude halt zerfetzt ist, sondern natürlich auch die Straßen sind halt komplett mit Glas versehen und selbst Werkzeuge aus den Räumlichkeiten, also Schraubenzieher und so ein Zeugs, lag halt echt meterweit auf der Straße, ganz woanders. Also wie man sich das halt so vorstellt von so einer Explosion, so völlig gestört. Ja. Dementsprechend war alles abgesperrt und da waren halt auch super viele Feuerwehrleute, Krankenwagen und es ist halt ein großer Tatort, ne? Also deswegen ist halt alles abgesperrt, weil man tatsächlich nicht genau weiß, was da passiert ist. So, schrecklicherweise ist ein Mensch verstorben, der noch da war. Man weiß komischerweise auch ehrlich gesprochen nicht, wer diese Person ist. Also man unterhält sich ja so mit Nachbarräumen und so. Also zum Beispiel auf der Etage, wo ich da bin, da haben ganz viele Leute ein Tonstudio. Und die übernachten da auch oft, so weil die halt arbeiten und ihre Sachen machen. Von denen war halt niemand mehr dort. Gott sei Dank. Aber keiner kennt halt diese Person. So, das ist ein bisschen komisch. Trotzdem tut es mir halt es tut mir wirklich super leid natürlich, dass es da ein Todesopfer gibt. So, das ist schon krass. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Straße war halt komplett durcheinander. Und dann kam ich da halt hin. Und ich bin auch nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Dann bin ich halt einmal großflächig ums Gebäude gegangen und traf dann jemanden vom Mastering-Studio. Den Marc Dieter Einstmann, der hat so ein krasses Mastering-Studio in dem Gebäude. Und der war auch ganz durch den Wind so. Der sagte auch, ja, ich keine Ahnung, was hier abgeht. Und da kamen immer mehr Leute, die dann auch da ihrer Tätigkeit nachgehen wollten, ehrlich gesagt. Die arbeiten wollten so. Und dann kam da irgendwie eine Person, die sagte, ja, ich muss doch in mein Fotostudio. Und dann sagt jemand anders, ja, das gibt's aber nicht mehr. Das ist halt weg. So, hallo. Das hat sich halt in Luft aufgelöst, das ist dann explodiert. Das ist halt unnormal. Es ist wirklich unnormal. Also es war ganz, ganz bescheuert. Ja, und unabhängig davon muss ich aber sagen, bei allem Trauer, es ist krass, dass es zu einer Zeit passiert war, ist, wo nicht viele Leute unterwegs gewesen sind. Weil in den Gebäuden sind halt unheimlich viele Parteien und wäre das nachmittags passiert, vormittags, wann auch immer, einfach ein bisschen später, dann wäre das nicht so passiert, wie es jetzt passiert ist. So, ja? Also das, dann wäre halt richtig was abgegangen. Weil da locker einfach, weiß nicht, 30, 40 Leute im Gebäude sind, mehr. Also einfach, da ist viel los. Und so ist, ja, ist halt so, wie es ist. Super krass. Sind auf jeden Fall Stories, die man sonst nur aus Filmen kennt. Ich graf's auch nicht so ganz. Ich will jetzt auch keine Unwahrheiten verbreiten von den Dingen, die ich gehört habe, die das irgendwie sein könnten, was da passiert ist. Deswegen halte ich mich komplett davon fern. Außer, dass es halt kaputt ist, das Gebäude. Ja, und Christophs Lager, der ja auch den Klamotten lagert, weiß man nicht. So, ich meine, auch vom Rauch, da geht ja auch viel kaputt, Wasserschaden, kein Plan. Wir können da überhaupt nichts einsehen. Und mein Raum, wo ich mein Stuff drin habe und jetzt auch über 1,5 Jahre mir was aufgebaut habe und ja irgendwie auch Werte gehortet habe, weil auch so Band-Equipment habe ich da reingeschmissen, weil wir ja logischerweise keine Auftritte spielen konnten durch Corona. Und dann habe ich das halt für die Streams genutzt und war ja auch ganz selig damit. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich da ans Equipment nochmal rankomme. Und weil ich die Frage eben schon gesehen habe, ja, selbstverständlich auch das neue Drumset so. Aber es ist halt Material. Und ey, ich bin ein glücklicher Junge. Ich habe immer Glück im Leben. Irgendwie geht es schon weiter. Ich weiß das.
So, und irgendwie finden wir auch eine Lösung und ihr seid auch da und wir lassen uns alle nicht hängen. Ich spüre das immer wieder und so sehe ich es auch. Aber seht irgendwie jetzt gerade davon ab, weiß nicht, mich zu fragen, wie es irgendwie mit Equipment ausschaut oder mit Versicherung oder so. Ich rede, also ich bin kein Schwarzmaler, ne? Echt nicht. Ich bin immer ganz positiv gestimmt. Aber in dem Fall, es ist einfach eine sehr verstrickte Kiste. Ihr müsst euch vorstellen, es ist einfach eine Explosion von irgendwas, wo man nicht weiß, was es ist. Und das ist einfach keine Sache, wo du anrufst, yo, da ist ein PKW-Schaden am Auto. Versicherung übernimmt das mal. Also, das ist nicht so ganz easy. Ich glaube halt nicht, ehrlich gesagt, dass... Also, ich bin kein Schwarzmaler, aber ich glaube, in dem Fall ist das eher so eine Geschichte. Da braucht man sich auf nichts verlassen, dass da irgendwas passiert. Neben meinem Raum, das ist auch richtig traurig, auch aus meinem Standpunkt ist es traurig, da ist ein Tonstudio, also neben dem Mastering-Studio, was halt auch richtig fett Wert hat, ist aber noch ein großes Tonstudio. Dieses Tonstudio hat halt so Vintage-Equipment, wisst ihr, so alte Instrumente, großes Mischpult und so. Ist halt auch im dritten Stock. Und das sind dann halt Werte jenseits der 500k, ne? Und das ist natürlich auch so richtig krass existenzgefährdend. Ich weiß nicht, wie man das alles daraus kriegen soll. Also ich glaube, die sagen halt, das Gebäude sei einsturzgefährdet. Und vielleicht hat man Glück, dass es noch tragende Elemente gibt. So weit ich das auch wiederum beurteilen kann und ohne, dass ich Unwahrheiten verbreite, ist, glaube ich, die zweite Etage komplett auseinandergepfeffert. Da ist, glaube ich, gar nichts mehr so richtig. Also beziehungsweise da ging halt diese Druckwelle gut durch. Und dementsprechend ist dann auch die, so stelle ich mir vor, die Stabilisierung für die dritte Etage nicht mehr gegeben. So, dass man jetzt gucken muss, was da abgeht. Versicherung zahlt doch da viel. Ey, ich weiß nicht, Alter. Bin mir nicht ganz sicher, was ich damit jetzt anfangen soll mit der Aussage. Aber die Räumlichkeiten an sich, so viel steht wohl fest, da zahlt wohl keine Versicherung. Das muss, wenn dann. Und ich bin kein Rechtsberater, aber eine Gebäudeversicherung übernehmen vom Vermieter. Und in diesem Sachverhalt ist das alles nicht so leicht, vor allem, weil da viele Parteien drin sind. Und bis das Geld dann bei den Leuten ankommt, die da wirklich Existenzen haben, die ihr täglich Brot irgendwie damit bestreiten. Es ist nicht so easy, wie man dann denkt, das geht schon alles weiter. Also es ist nicht so easy. In meinem Fall, unabhängig von irgendwelchen geilen persönlichen Gegenständen, wie eine Orgel von meiner Oma, die da drin steht, die ich zwar nicht nutze, aber die mir halt persönlich viel bedeutet, so, das habe ich da wirklich aber nur Werte drin und keine Daten oder so. Das ist irgendwie noch ganz okay. Und Werte kann man ja immer irgendwie ersetzen. Das THW kann solche Gebäude abstützen. Man braucht das im Vorfall nicht so schlecht reden. Nee, braucht man auch nicht. Ich bin kein Schwarzmaler, aber ich habe halt schon Gespräche geführt. So, und das ist jetzt nicht einfach aus blauem Dunst gerade so ein Stream. Ich will mich ja mit euch unterhalten. So, das heißt nicht, dass ich jetzt keine anderen Meinungen zulasse. Entschuldigt auch, wenn das ein bisschen forsch rüberkommt von mir, ja? Also muss ich auch sagen, das ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Selbst für, nennen wir es mal auch zahlentechnisch, so, auch für mich sind, weiß ich nicht, stehen halt auch viele Mikrofone drin und wie gesagt Band-Equipment. Ich komme da auch irgendwie auch mal meine 20k so, das ist auch viel Kohle. Die habe ich auch nicht so, also aber das soll er nicht verzweifeln, weil es einem gut geht, so, weil ich nicht mehr da drin war, ja. Ist halt verrückt, wir sind übrigens gleich da, ich kann mal gucken, ob wir was sehen können. Und exakt, man rechnet damit nicht, so. Charity Stream, nee, Leute, ganz ehrlich, ich sag euch das gerade nicht, weil ich eine Battle-Aktion mache, ne? Ich sag euch das gerade, weil mir das selber hilft.
sollte es so weit kommen, dass man wirklich weiß, alles ist lost, nichts geht, so, dann reden wir darüber. Aber jetzt gerade ist nicht der Punkt dafür. Also, und wenn, dann will ich das auch transparent haben. Dann will ich auch nicht sagen, oh geil, da gibt es jetzt irgendwelche Spenden und so. Nee, das muss dann, lass uns mal warten. Weil es kann auch sein, die Chance besteht ja tatsächlich noch, dass ich alles vielleicht auch nochmal rauskriege oder ein Teil oder was, weiß der Geier. Aber es ist noch zu früh. Wisst ihr, ich teile mich einfach gerade nur mit. Nee, ich habe da nicht gewohnt. Das ist auch gut. Ich habe auch wirklich, ich stream gerade auch nicht aus meiner Wohnung, weil ich auch versuche, das zu trennen, was übrigens jetzt auch echt eine gute Idee war. Aber ja, eben hat schon jemand ganz treffend beschrieben, wer rechnet damit, dass ein Gebäude in die Luft fliegt? Sind wir ehrlich, ein Feuer oder so kann passieren, so mit Technik, mit Kabeln. Jeder, der irgendwie einen Kühlschrank zu Hause hat oder einen Computer oder so, ey, ein Lüfter blockiert. Man kann sich das schon vorstellen. Aber eine Explosion? Come on, what the fuck? Das ist schon echt irgendwie anderer Style. Mein Raum ist im dritten Obergeschoss. Ganz oben tatsächlich. Ich krieg ja auch gar nichts mit übrigens, was abgeht. Ich habe gerade irgendwie noch einen Sub bekommen und so. Ey Leute, ich krieg das gerade nicht so richtig mit. Sorry. Ja, gegen Feuer ist man sehr, also sehr selbstverständlich eher versichert. Aber nun geht's auch eher darum, gibt es da eine Haftpflicht von wem auch immer, Verursacher oder so? Ey, ich weiß nicht. Ich finde das Thema schwierig. Wird sich schon alles irgendwie regeln. Mir tut es auch leid für Christoph. Müsst euch vorstellen, ich habe unabhängig davon, dass es mir ideell viel bedeutet und ich mich darin auch irgendwie wieder wie ein kreativer Kopf fühlen konnte, ist es aber nicht mein täglich Brot. Ich hab einen Arbeitgeber mit meinem Rocket Beans so und das ist cool und kann meinen Kühlschrank voll machen. Aber für Christoph tut es mir halt leid, ne? Der da seine Kleidung hat und gerade seine neue Ware angekommen ist, die, ja, weiß ja nicht, wie er die kriegt. Und selbst wenn er die bekommt, wird die wahrscheinlich nach Rauch stinken, so, weißt du? Das ist so, ja, also was gerade irgendwie wohl helfen könnte, ja, Existenz im Arsch, erstmal ist es auf jeden Fall schwierig, so. Das ist auf jeden Fall eine super schwierige Sache. Und was da auf jeden Fall hilft, ist, glaube ich, wenn man da Räumlichkeiten finden könnte, wo man wieder was hinstellt. Also wenn man irgendwie da helfen könnte, das wäre, glaube ich, irgendwie ganz gut. Aber jetzt gucke ich erstmal in den Chat. Ich habe jetzt erstmal einen sehr langen Monolog gehalten. Schön, dass ihr da seid. Nee, mein Raum war nicht im Untergeschoss. Mein Raum war im dritten Stock. Ist komplett absurd. Ist wirklich komplett absurd. Und also zeitlich ist es echt so. 2,5 Stunden circa. Hätte das alles ganz anders ausgehen können. Man bleibt ja auch gerne mal länger. Ihr kennt das, man bastelt rum. Ich glaube, das kennt jeder Mensch. Wenn man was tut, was man gerne mag, vergisst man Zeit und tüdelt und fummelt. So, alles ist mir gestern auch erstmal so ein bisschen mehr hochgekommen, ehrlich gesagt. Auch denke ich, kriege das alles ein bisschen besser verarbeitet, aber geht so. Geht so. Kam dir der Gedanke, dass du dafür verantwortlich bist, dass du vielleicht was vergessen hast auszuschalten? Ja, safe. Aber dann nicht mehr. Also es kam mir sofort, in Bezug auf Feuer wäre es auch komplett so gewesen. Also nicht, dass ich dafür verantwortlich gewesen wäre, aber dass mir der Gedanke, dass es sich verfestigt haben könnte. Weil, klar, so, das ist ein... Ihr kennt meinen Streaming-Raum so, ne? Da ist viel Stuff drin. Und Elektronik, da kann keiner... Da kann was passieren, keine Frage. Als ich hörte, dass es eine Explosion ist, da war mir dann ziemlich schnell klar, dass ich damit nichts zu tun haben kann. So. Ja, jetzt erklärt sich, warum da manchmal der Mr. Crackerbus stand. Ja, genau. Da habe ich dann immer alles gemacht. So, man kann von dieser Seite wahrscheinlich nicht so viel sehen, wo ich gerade bin, weil ich bin gerade an der Hamburger Straße. Und das ist halt ein Gebäude in zweiter Reihe. Und ich sehe auch schon, dass, also die Polizei hat natürlich auch alles versperrt, zu Recht, weil ich ja auch nicht will, dass da, wenn man irgendwie was noch bergen kann,
dass dann jeder irgendwie da dran kommt, was ganz gut ist. Aber wir können mal versuchen, es riecht übrigens noch ein bisschen, ob wir nicht auf die Rückseite kommen können, weil ich auch selber mal gucken möchte, ehrlich gesagt. Da jetzt das Stockwerk so wieder sich. Nein, so, jetzt hat das jemand missverstanden. Nein, ich glaube, die Frage zielte darauf ab, als ich das erfahren habe, dass da was los ist, ob der Gedankengang nahe liegt, dass man selbst was damit zu tun haben könnte. Und das ist auf jeden Fall so. Dass ich jetzt nichts. Das war aber schnell klar, dass das auf keinen Fall was mit mir zu tun haben kann. So, ja, das. Genau, eine Explosion ist kein normaler Brand, das ist ja eben entfacht. Die Hamburger Straße ist ja komplett frei. Dreh mal die Kamera um, damit jetzt mal von vorne schnallt, was hier abgeht. Von vorne, also hier sieht man gerade nichts. Hier sieht man nichts von dem, was ich euch erzählt habe. Ihr werdet denken, was geht ab, aber so sieht es hier halt gerade aus. Moment. Da könnt ihr das Schild lesen, Hamburg 40 Grad. Darunter ist halt so eine Einfahrt. Da geht es halt rein und dann ist man bei dem hinteren Gebäude. Das hintere Gebäude ist das Lagergebäude. Ebenso neben der Spielhalle da vorne. Da geht es halt rein. Ich versuche mal da zur U-Bahn zu kommen und mal von hinten was anzuschauen. Ja, gehen wir mal durch. Keiner darf da nicht dran. Das ganze Gebäude ist einsturzgefährdet. Achso, ich komme auch nicht zu U-Bahn, merke ich gerade. Naja, wir gucken mal. I'm so glad you're safe, dude. Ja, me too, buddy. Hey, ich versuche mal da durchzufilmen. Vielleicht hat die Polizei Verständnis, ich frage sie mal. Haben wahrscheinlich schon viele gemacht. Dokumentieren wir mal. Ich tippe auf Gas oder Feinstaubexplosion. Ja, ey, man weiß es nicht, Gas gibt es da halt nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt keine Halbwahrheiten, Unwahrheiten verbreiten, was man so aufschnappt. Mache ich nicht. Mal gucken. Ich schau mal da durch. Ich halte euch mal kurz ein bisschen tiefer, weil ich nicht die Polizei verärgern will. Habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Da geht es dann so rein. Und selbst hier sind die Scheiben kaputt. Naja, gucken wir mal. Ja, also die ganze Straße gestern, das könnt ihr euch das nicht vorstellen. Also ernsthaft, ist nicht übertrieben. War voll mit Stuff. Vielleicht kann man hier gucken. Nichts sehen. Ja, Schwein gehabt. Ja, ich gehe nochmal um die Ecke.
Ja, Leute, so sieht's ja aus. Verrückt. Verrückt. Wir gehen mal rum. Oh, moin. Ah, guck mal hier. Da kann man noch ein bisschen das Gebäude sehen. Aber ich glaube, ihr könnt es schlecht erkennen. Es sind ja viel weggefetzt. Ich gehe mal weiter. Moin, grüß dich. Moin, Jurik. Hey, moin. Ja, danke dir. Alles gut. Super gut, ja. Ich bin gerade hier nochmal live, ich komme gleich mal zu dir. Du bist jetzt wahrscheinlich hier den ganzen Tag, so, ne? Bis gleich. So, das waren gerade andere Vermieter, also andere Mieter, sorry. Die, ich gucke euch mal an. Die gerade natürlich irgendwie ihren Shit daraus haben wollen, ne? Ist ja logisch. Ich hab's auch noch nicht so nah gesehen wie gerade. Ich bin durch das vordere Haus einmal rein, um dann durchs Fenster zu gucken. Alter Schwede, ey. Holy shit. Ich versuche jetzt einmal weitläumig da hinzukommen. Ja. Aber schönes Wetter, Leute. Der Streamingraum, ja, genau. Okay, das ist ein krasses Bild, Leute. Moin, moin. 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 Ich hab da auch einen Raum drin. Darf ich einmal hoch ein Foto machen? Ja, super, danke dir. So, ich nehme mal die Kamera. Das ist schon ordentlich, ne? Ja, also guck mal, jetzt könnt ihr sehen, das ist halt kein kleiner Shit so, ne? Das ist schon mega heftig und ich bin kein Experte, sieht aber so aus, dass der zweite Stock, wo ja alles weg, also wo dieser Streifen weitergeht, ne? Das hier meine ich. Und das heißt, dass irgendwie die Druckwelle durch den ganzen zweiten Stock geballert ist und im dritten, naja, ist halt das wahrscheinlich instabil. Auf der anderen Seite ist mein Raum. Also da oben dritte Reihe ist, also dritte Stockwerk ist mein Raum auf der hinteren Seite. Ja. Musste erstmal überstehen. Oder auch natürlich Christophs Raum oder die ganzen Dudes. Ich habe die ja eben nicht gefilmt, aber. Und was ich auch krass finde, schaut mal das gegenüberliegende Haus, wo wir gerade drin waren, wo ich durchgeguckt habe. Da sind ja auch alle Fenster im Eimer. So. Ja, ey, nicht nur das neue Schlagzeug, mein ganzer Shit, ne? Also alles, was ich mit Streaming so mache, hier sind überall noch Scherben übrigens. Alles da drin. Das ist schon ordentlich, ey. Und hier, wenn ich das richtig gerafft habe, arbeiten sie gerade, also quasi. Pass auf, zur Erklärung. Da, wo sie gerade arbeiten, wo sie gerade Wände abtragen, damit die nicht auf die Gleise knallen, 10 Meter da runter, ja? Also da in die Richtung runter, da. Da beginnt dann das Lager von Christoph und da drin ist mein Raum. Ja, Schlagzeug hat auf jeden Fall noch den kleineren Wert vom Gesamtequipment, das stimmt schon.
Und die schwarze Matte soll den Schutt abfangen, damit die Züge dann da wieder fahren können, genau. Hast du eine Versicherung für das alles? Auf keinen Fall. Nein. Jetzt sag mir nicht, ich drehe mal die Kamera. Und jetzt sag nicht, ey, wie kannst du keine Versicherung haben? Du kannst das nicht versichern. Also es geht, also es, man konnte den Raum nicht, es ging einfach nicht. Es war unmöglich. Und für diesen Fall muss ich euch auch leider enttäuschen. Für Leute, die eine Versicherung haben, eine Explosion ist nicht so Standard, dass eine Versicherung sagt, ja, easy. Ein bisschen schwierig. Ja, ist nicht so geil. Versuche nochmal weiter rumzugehen, ob wir wirklich nochmal meine Ecke sehen können. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil hier logischerweise viele Leute sind. Was ganz okay ist, ich kenne ja viele Leute und ein guter Kumpel arbeitet bei der Feuerwehr. Hat da auch ein bisschen was zu sagen. Und vielleicht kann man da irgendwie noch was retten. So. Aber wenn das Ding einschutzgefährdet ist, dann ist es einschutzgefährdet. Was willst du machen? Okay, also nur zum Verorten. Da diese Lüftungsrohre, ne? Dieses silberne Lüftungsrohr, was da so mit so 90 Grad Winkel nach unten geht, 90 Grad Winkel nach rechts. Dahinter ist der Raum. Zum Nachvollziehen. Steht ihr? Ey, lass uns nicht darüber streiten, was man versichern kann und nicht. Fakt ist, da ist keine Versicherung drauf. Und für was anderes kann ich mir gerade nichts. Ja. Wo könnte ich Glück haben? Der rechnet damit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich weiß ich nicht, irgendwann in der Nacht da aus dem Raum gehe und 2,5 Stunden später fliegt die Booty um die Luft so. Was soll ich machen? Ja, exakt, ich war nicht drin. Alles andere, das ist doch schon, ist schon schlau genug. Das ist schon schlau genug, dass ich nicht drin war. Exakt, das war beste Versicherung, nicht drin zu sein. Selbst wenn mein Raum von den Zerstörungen nicht direkt betroffen ist, sozusagen, was sein kann, dann kann es trotzdem sein, dass ich dennoch nicht an die Sachen kann, also auch nie, also komplett niemals mehr, weil das Gebäude halt einstürzen könnte oder gefährdet ist. Also es muss halt, damit sie stabilisieren können, muss halt irgendwas noch tragend sein. Und wie gesagt, das geht alles in die Richtung, dass ich es nicht weiß. Also gib mir einfach mal 2-3 Tage, dann kann ich dir mehr zu sagen. Deswegen ist es auch super lieb, dass auch gerade irgendwie, ich weiß nicht, irgendjemand hat auch gerade ein paar Euro reingeschmissen. Das ist super nice. Lass uns aber einfach mal abwarten. Und wenn ich dann eure Hilfe brauche, so richtig, dann kriegen wir das bestimmt hin. Dann kriegt ihr es auch mit. Ja. Ja, wenn es zu gefährlich ist, reißen wir es einfach ab. Genau, das war auch die Aussage von meinem Feuerwehrbuddy, der auch wirklich sehr ernst zu nehmen ist so, und der wirklich Plan hat. Er sagte, ja, also wenn, es gibt jetzt ein paar Stufen, so, du darfst als Privatperson oder Mieter nicht mehr rein, aber Leute, die das können, professionell gelernt haben, dürfen halt noch rein, das gibt es. Und dann gibt es komplett einsturzgefährdet, da darf halt niemand mehr rein. So, und dann ist es auch scheißegal, was da drin steht. Und da muss man einfach mal gucken, was abgeht. Hast du Urlaub genommen? Nee, ich habe heute einfach Spätschicht. Was bringt ja auch nichts. Also gestern war ich einfach fertig, heute geht's schon wieder. Also ich erzähle euch halt einfach gerade alles. Und die Sonne scheint, ich muss mich eh ein bisschen bewegen. Ist irgendwie ganz cool und ich glaube, das haben jetzt ja auch viele mitbekommen und mir hilft es einfach, das loszuwerden. So. Auch nur Mensch. Und deswegen ist es ganz cool.
Aber man kann nichts sehen. Corona vorbei ist, kommen wir nach Hamburg, bilden einen riesigen Kuschelhaufen. Mit dir in der Mitte. Ja, aber ich, ja, es klingt auch nur so halb gut für mich. Aber ich verstehe euren Punkt. Genau, RKT-BNS-Lager ist da auch drin, weil Christoph übernimmt das ja sozusagen. Das wiederum steckt ja auch nicht in der Materie, aber ich glaube, da ist jetzt nicht akut viel Ware, weiß ich auch nicht. Aber beziehungsweise doch, da ist auch Ware drin, aber zum Beispiel neue Lieferungen oder so sind da jetzt gerade nicht drin. Im Gegensatz zu Christophs Eid, was er ja beruflich macht, der hat halt gerade neue Ware bekommen. Und dann gehst du ja als Unternehmen auch irgendwie in Vorleistung und willst den Scheiß loswerden, ist ja klar, so wie das in jeder Branche irgendwie ist. Und dann ist das natürlich auch ätzend. So. Jetzt holst du mal. Nee, ich bin nicht entmutigt. Ich bin, was soll ich machen? Mir geht's gut. So. Also mir geht's den Umständen entsprechend gut, aber warum soll ich entmutigt sein? Ich bin ja auch in einer Situation, dass auch viele Leute, ihr seid jetzt ja alle da und wie gesagt, wir finden da schon irgendwie eine Lösung. Ich bräuchte nur halt irgendwann eine Räumlichkeit, weil das Gebäude wird, also zu 100% wird es abgerissen, irgendwann. Ob man vorher noch was rauskommt oder nicht, das ist die Frage, aber das wird so nicht mehr geben. Das heißt, wenn ihr Christoph und mir helfen wollt, so dann und in Hamburg irgendwie einen Plan habt, dann wäre es irgendwie, eine Räumlichkeit wäre halt nice. So das, oder irgendein Schlagzeugraum oder so. Aber ey, alles nicht akut so, ne? Also alles kommt alles mit der Zeit. Genau, körperlich geht es mir gut. Ich habe nur ein bisschen Hexenschuss, aber der geht mit der Zeit weg. Wenigstens konnten wir das Schlagzeug 3 Minuten spielen, Leute. Für die 3 Minuten war es sehr gut. Das ist mein Geigenhumor, der schon wieder rauskommt. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ist auch ganz schön. Aber jetzt wisst ihr auch, warum ich immer trommeln konnte. Weil in dem Gebäude einfach nur Lagerflächen sind und Büroräume, die nachts nicht bespielt werden. Und drumherum ist einfach die U-Bahn an der Seite. Von daher ist das alles irgendwie halb so wild. Ja. Da kommt die Post einmal pünktlich. Ja. Kommen wir jetzt nochmal. Ja, gehen wir nochmal hier hin. Ich würde mich jetzt irgendwo hinsetzen, mit euch quatschen. So, ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Danke, Kaijubu. Ja, ich habe noch keine Energie, mich aktiv jetzt damit zu beschäftigen. So, ich mache das gerade so beiläufig, so ein bisschen halbgar, so von wegen, wer was weiß, weiß was. Aber ich schnapp mir jetzt noch nicht das Telefon und rufe irgendwie Leute an. Das habe ich keinen Bock drauf. Die Sprachnachricht von Flo habe ich bekommen, ja. Sehr, sehr nett. Herzlichen Dank dafür. Wirklich sehr freundlich. Ja, voll. Habt ihr recht. Absolut. Nee, Ursache ist, also nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Also das, was ich weiß, erzähle ich halt nicht, weil es wahrscheinlich nicht stimmt, so. Keine Ahnung. Macht gerade wirklich jemand ein Selfie mit dem Unfall. Also mit der, das ist einfach krank. Oh, das ist krank. Okay, ich darf ihn nicht filmen. Ich bin einfach von manchen Menschen enttäuscht. So, ich lehne mich jetzt hier ans Gerüst und hänge ein bisschen mit euch ab. Greift Hausrat, wenn du einen hast. Ich weiß nicht genau, ey. Ich habe keinen Plan. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich nur, dass ihr wisst, wo ich stehe. Ich stehe jetzt hier. Gucken wir es ein bisschen an. So, und jetzt können wir uns unterhalten. Viele Leute hier, krass. 40 Minuten online und schon viele Leute hier. Ja, die Frage ist aber, Hausrat sagt, ey, warum brauchst du nur 2 PCs und irgendwie krasse Mikrofone und Drumset und alles. Also es ist alles ein bisschen schwierig.
Ja, und Explosion ist auch eine Frage. Also muss man. Na du? Ja. Ich werbe gerade für dein Seelenheil, ey. Für mein Seelenheil. Ja. Ja, ich bin hier gerade live bei Twitch und habe gerade erzählt, dass da Vintage Studio ist mit geilem Shit und so. Wir sind gerade hier 800 Leute. Und ja, wenn du das erzählen magst, das ist die Möglichkeit, ey. Das ist einfach nur unglaublich. Ja, ne? Es ist unglaublich. Die Ungewissheit, dass man nicht rein kann, pushen kann. Voll. Volle Kanne. Ey, es ist. Aber wenn ich das so sehe, ne? Ich habe es gestern auch erst verarbeiten können. Wir hätten da alle drin sein können, ne? Du bist auch später manchmal noch, ich bin da spät und. Ich hatte tatsächlich, ich bin geweckt worden von Anrufen, lebst du noch? Ja, ging bei mir genauso. Ja. So, es ist verrückt. Ohne Witz, es ist super verrückt. Und ey, nichts schwarz malen, aber selbst bei uns in der Ecke, kein Plan. So. Ein Trommelfell hält auch nicht so viel aus. Nee. Weißt du? Man kann nur von Glück sagen, dass man nicht geil ist. Ey, ist verrückt, ey. Ist wirklich verrückt. Ja. Ey, die Tage werden zeigen, was abgeht. Es ist jetzt alles so super schwierig. Ich habe das Christoph schon erzählt. Ich habe einen Bekannten bei der Feuerwehr, der vielleicht, also keine falsche Hoffnung, aber der zumindest, wenn wir da nicht mehr rein dürften, vielleicht mal reingucken könnte, weißt du? Okay. Das ist immer die Frage, was man dann da retten kann. Ja, ein Griff im Mikrofonstand würden 50.000 Euro bringen. So, das ist ja schon mal was, genau. Also, aber deswegen. Es, wie gesagt, da steht eins von drei gebauten Mischpulten, die für Philips gebaut wurden 1977. Ja, du hast keinen Schatz. Da stehen. Ja, das ist einfach ein Stück Musikgeschichte, was da steht. Noch. Noch. Sieht ja die Hälfte auch ganz gut aus, aber wenn ihr eben halt. Er meinte übrigens. Der Statiker feststellt, man darf es nicht mehr betreten, ist natürlich aus dem Haus. Aber. Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Da ja so viel Wert drin ist, kann es natürlich auch sein, dass sie sagen, ey, wir stabilisieren das nochmal, ne? Ja, aber im Moment konnte ich das ja auch noch niemandem sagen. Also nee. Der Informationsfluss lässt ein bisschen zu wünschen übrig, weil es auch scheinbar alles über unseren Vermieter geht. Ja. Und der ist jetzt zum Beispiel gar nicht zu erreichen. Ich kenne das aus meinem Wasserschaden, den ich vor 4 Jahren hatte, da war es ja nicht genauso. Und das wäre natürlich wichtig dazu. Also ich werde auch nochmal die Anlaufstelle bei der Polizei heute noch mal anrufen und Ding einfach noch mal verdeutlichen, dass da eine 500.000 oder sowas, nicht nur mein Studio, sondern auch die anderen, die da an der Ecke sind. Ja, ja, klar. Die alte Neumann-Plattenschneidemaschine ist die einzige in Norddeutschland, die noch existiert. Also es, viel es geht nicht nur um Geld, es geht auch wirklich um, nee, nee, klar. Um ein Stück Musik, was dann hier aus Hamburg verschwindet. Ey, es ist Wahnsinn. Ja. Ja, vielleicht müssen wir noch mal irgendwie so ein öffentlich wirksames Video machen oder so. Weißt du, ich habe da ja auch irgendwie Zugang zu dieser Medienwelt, also. Ja, ich werde morgen früh, habe ich ein Interview bei Fritz FM. Hast du schon? Ja. Ein Telefoninterview, da werde ich das alles mal ein bisschen erwähnen. Ja. Ja, mach das mal. Und ein bisschen hoffen. Das ist gut. Ich glaube, dass es Sinn macht, dass viele Leute auch mitkriegen, dass es halt, wie die Situation jetzt auch einfach ist. Ey, das ist also einfach so was komplett Verrücktes. Also, ja, exakt. So, deswegen bin ich hier auch gerade live. Schön, dass ihr übrigens alle da seid. Wir quatschen hier gerade so ein bisschen, weil ihr kriegt das ja mit, hoffe ich. Ja. Verrückte Nummer, ey. Ja, macht das mal. Und ich überlege mir auch nochmal, wie wir da irgendwie mehr Bereitschaft erzeugen können. So, keine Ahnung, auch das. Ja. Also vor allen Dingen, ganz große Hilfe wäre halt, wenn man entweder die Stadt Hamburg oder irgendjemanden findet, der uns dann für den Fall, dass wir überhaupt was rausretten können, vielleicht auch neue Räumlichkeiten. Ja, ja, klar, Räumlichkeiten ist das Ding. Bezahlbar in Hamburg ist halt wirklich ein schweres Thema. Ich habe lange gebraucht, diese Räume zu finden. Ja, glaube ich. Die Räume davor habe ich selbst in eine Lagerhalle reingebaut. Mhm. Das ist halt damals beim Wasserschaden draufgegangen. Das ist auch eine relativ ähnliche Situation, halt Gewerbe, bezahlbares Gewerbe in Hamburg. Ist schwierig. Ist schwierig und wie man sieht, auch leider nicht besonders sicher. Nee, wobei das ist etwas gerade. Damit konnte keiner rechnen. Nee, das ist auch wirklich einfach die Frage, was diese Explosion ausgelöst hat. Ich bin sehr neugierig. Ja. Du ja auch wahrscheinlich. Also. Ich fürchte auch, dass es versicherungstechnisch noch sehr interessant wird. Das wird noch viele Fragezeichen mit sich bringen. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich hier auch schon. Das wird auf jeden Fall auch bedeuten, dass es
zumindest lange dauert, bis überhaupt klar steht, wie das versicherungstechnisch aussieht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und im schlimmsten Fall kann es auch bedeuten, dass das einfach ganz übel endet und überhaupt gar keine Versicherung irgendwo dafür aufkommt. Ja. Das geht nämlich immer relativ schnell. Ja, ich weiß. Dann wird das von einer Partei zur anderen geschoben und dann gibt es da nichts und dann, ja, ein No. Vor allen Dingen eben die Frage, wie dieser Schaden zustande gekommen ist. Warte mal, wie wär's mal in die, ja, im NDR was machen? Ja, aber ey Leute, wir sammeln Ideen, kann alles sein. Hier ist ja übrigens, kannst du mal einmal Hallo sagen, wenn du willst, hier. Moin. Sehr geschädigter Mann, sehr betroffen. Vintage-Studio, Summe, weiß nicht, 500.000, irgendwie sowas wahrscheinlich. Schwer zu ermitteln. Das sind halt Unikate, wo man keine Preise weiß. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz viel Geld, aber noch viel mehr Herzblut. Und ja, klar, ja, das ist immer so. Seltenheit logisch. Und 27 Jahre mache ich Musik mit dem Tonstudio. Und jeder Euro, den ich nicht gebraucht habe, um eine E-Wohnung zu zahlen. Ich fühle das komplett. Ich bin komplett bei dir. Wir kennen uns ja Geräte aus England geholt, Geräte, also. Wir kennen uns nicht so gut, aber ich habe genau die gleichen Wellen so. Das kann ich komplett nachvollziehen. Es ist noch da und es steht da noch und das sieht auch im Moment noch relativ gut aus, dass vielleicht der Schaden nicht so groß ist, wenn ich rankomme. Wenn du rankommst, ja. Wenn ich rankomme. Kann von euch nicht irgendjemand eine Stütze da reinflexen. Also hört sich so banal an, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass zumindest, ich meine, uns allen ist schon geholfen, wenn man einfach die Scheiße rauskriegt, dass das Gebäude nicht mehr stehen erhalten bleibt, ist glaube ich jetzt schon klar. Ja, so, das ist nur die Frage, ob wir die Chance haben, unsere Sachen zumindest noch loszuholen. Ja, genau. So. Und selbst wenn, dann wird es dann losgehen, wo kriegt man das in Hamburg gelagert? Auch das natürlich, ja. Und dann ist auch die Frage, wie bezahlt man ein Lager, weil man ja nicht arbeiten kann. Wie kommt der Kühlschrank, wie wird er voll? So, das ist auch die Frage, exakt. Also überhaupt auch das Lager zu bezahlen. Ja. Klar. Also ich hatte nach dem Wasserschaden hatte ich auch Lager, die haben mir dann 700 Euro im Monat gekostet, die dann auf die Miete zu Hause noch oben drauf kommen. Klar. Und man plus, hat grade, du hast einen Verdienstausfall, Man hat gerade seine Existenz nicht mehr. So. Das wird alles noch spannend. Ich hoffe jetzt aber erstmal darauf, dass ich die Geräte retten kann. Also da hängt halt mehr als Geld dran. Ja, verstehe ich komplett. Verstehe ich. Ich werde jetzt auch noch mal ein paar Fotos und Videos mach du mal erstmal, alles gut. Ich hänge hier mal ein bisschen rum. Wir können das gleich nochmal. Ja, ich werde dann auch gleich mal nach Hause fahren. Ich muss sehr viel hin und her telefonieren. Glaube ich. Du hast wahrscheinlich auch Produktion gerade noch und nöcher wahrscheinlich. Ja, ich muss noch ein bisschen was absagen. Ja. Und jetzt aber vor allen Dingen auch versuchen, irgendwie schon mal zu gucken, wer kann helfen in dem Fall, dass man rein kann. Mhm. Wo kann ich es lagern für den Fall, dass ich es rausholen kann. Und bei der Polizei wollte ich auch noch mal anrufen, um zumindest mal darauf hinzuweisen, wenn sie den Gedanken haben, dass das jetzt schnell abgerissen werden soll, dass, noch dass die einmal wissen, dass mit dem ja, mach das bitte. Mach Ecken, das. Die da noch nebenan, also da stehen ja, Kulturgüter und voll. Über eine Million wert, alles insgesamt, die ganzen Studios. Und ja, so. Beim Markt da ist natürlich auch viel Zeug, das selbstverständlich. Und dass man zumindest eben einmal irgendwas das, möglich macht, ja. Ja, oder dass man zumindest alles versucht, das zu retten. Und wenn das irgendwie heißt, dass man für 5 Stunden da eine Stütze ranmacht und dann vielleicht rein kann oder so, in 5 Stunden werde ich mein Pult wahrscheinlich nicht da rauskriegen, aber zumindest vielleicht was geht. Oder so. Ja, also ich, ja, safe, bin ich komplett bei dir. Diese Message werde ich auch mal verbreiten. Ja. Ja. Wie gesagt, Informationsfluss war bisher Mini Null. Mhm. Ja, ihr wart ja auch den ganzen Tag da gestern eigentlich, ne? Ja, heute auch. Ja. Es kommt, ist keiner heute da, auch. Ne? Es gibt keine. Das macht auch gar keinen Sinn mehr. Also wir wurden jetzt auch verwiesen irgendwie auf eine Telefonnummer, wo man dann regelmäßig anrufen kann. Okay. Wir versuchen gerade zu organisieren, dass vielleicht einer von den Mietern Ansprechpartner von der Polizei wird. Ach so, dass sie nicht alle nerven, so, ja. Genau. Mhm. Ja, aber ich glaube, du, Marc, ihr habt doch einen anderen Stellenwerk da oben, weil ihr einfach so immense Summen da habt. So krassen Scheiß. Und das könnte ja wirklich noch rettbar sein. Das es würde sich auf jeden Fall sehr, sehr lohnen, wenn es irgendwie möglich ist. Genau. Das sehr, sehr lohnen. Dass man da vielleicht echt nochmal anders agieren sollte. Ich finde es halt so ein bisschen schade, dass zumindest, ich meine, wir haben jetzt irgendwie über 30 Stunden nach dem Vorfall, dass man vielleicht für unsere Gebäudehälfte auch einmal klärt und dann auch informiert, was der Statiker sagt. Ja. Also, gibt es ja auch keine Informationen aus. Ist ja von mir aus auch okay, wenn wir erst in einer Woche rein können, aber dass man zumindest einmal die Entwarnung kriegt, das Gebäude steht und es wird ein paar Tage geben, und dass man alles rausmachen kann. Raus. Ja, voll. Das wäre ja schon mal, ist immer noch ein Riesenschaden, aber das wäre. Ja. Ja, gut, aber das wäre schon sehr glimpflich dann, ne? Stand jetzt, also muss man auch mal sagen. Von daher. Das wäre auf jeden Fall
dann auszuschließen, der absolute Totalverlust der kompletten Existenz. Also ich nutze meine Reichweite, die mir irgendwie zur Verfügung steht, auch mal, auch in deinem Interesse so, dass man irgendwie dann nochmal ein bisschen Bereitschaft bekommt und mal gucken. Ja. Ne? Ich meine, für mich war es lächerlich mit meinem Wert, was ich drin habe, aber es sind auch 20.000, so weißt du. Und du weißt selber, wie das ist, wenn man was zusammen räumt und sucht. Und das ist ja alles scheiße, so, ja, weißt du? Ja. Und, das ist auch für uns alle scheiße, solange das irgendwie so ein bisschen darauf hindeutet, dass es auch noch Versicherungsstress gibt. Jo, absolut. Dann hängt da eine Menge Existenz drin. Alles Liebe, ey. Mach mal ein paar Fotos. Scheiße. Dir wird viel Glück gewünscht, gerade übrigens, von vielen Leuten. Ja, danke schön. Ja. Sehr korrekter und sympathischer Dude, ja, auf jeden Fall. Könnt ihr mal googeln, Yeah Studios Hamburg. Viele große Musiker haben dort aufgenommen. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Mensch. Wie schreibt man das? Y-E-A-H und das dreimal. Yeah. Kennt man die Ursache schon? Nein. Tatsächlich nicht. Müssen wir einmal kurz, ich weiß nicht, ob das parallel geht. Bleibt mal bitte dran, ich muss einmal in WhatsApp gehen, weil mir gerade eine Nachricht aufgeploppt ist, die relativ wichtig sein könnte. Hier wird wahrscheinlich gleich Pause stehen, aber bin dann wieder da. Kurze Okay, da bin ich wieder. Genau, das ist sein Studio. Studios.de. Und daneben ist auch ein Kumpel, der Marc-Dieter Einzmann, der hat da sein Mastering-Studio. Internetseite überlastet. Also wer irgendwie Möglichkeiten hat, irgendwie Kontakte aufzubauen zu den öffentlichen Medien, so, dann sag gerne Bescheid. Bis dann, du. Die sind alle gerade auf deiner Website übrigens. Ja, ich gehe ein bisschen nach vorne. Hauke Raid oder was? Ach Mann, ey. Hallo ihr Lieben. Hallo Hauke. Seid ihr schon da? Raid. Hauke and Friends. Ach Mann, ich grüße euch. Seid ihr da? Hauke, bist du da? Ich muss einmal sehen, ob Hauke da ist. Wir sollen Liebe bringen. Ich denke bedrückt, ja, ich hab schon eine Stunde erzählt, was passiert ist. Hauke ist leider nicht da, na gut. Aber ich erzähl's euch, was passiert ist. Ich habe einen Raum angemietet für meine Streams, für Schlagzeugspielen, für Quatsch und so, für alles das, was ich so mache. Und dieser Raum ist im dritten Obergeschoss in einem Gebäude in Hamburg. Und auf dieser Etage sind verschiedene Tonstudios und in dem ganzen Gebäude sind verschiedenste Unternehmen, unter anderem auch Fotostudios oder Büroräume. Hier Christoph von Eid hat seine Räumlichkeit da. So, alles gute Leute. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich dort noch mein Schlagzeug aufgebaut, war ganz glücklich, habe mein Equipment zusammengesucht und alles gemacht. Ein paar Stunden später ist das passiert. Ich drehe jetzt die Kamera, um euch maximalen Schock zu vermitteln, für all die es nicht wissen. Das Gebäude ist explodiert. Und ich habe gedacht, das wäre echt ein schlimmer Scherz. Aber es ist wahr. Ja, und jetzt gucke ich mir das gerade alles an. Bin natürlich völlig durcheinander. Aber mir geht's gut. Eine Person ist verstorben tatsächlich. Komischerweise kennt die aber niemand. Ihr habt gerade gesehen, man kennt sich sonst natürlich so. Aber diese Person ist alles ein bisschen fishy. Also mir tut's mega leid für diese Person. Und wie gesagt, keine halbgaren Aussagen von mir, aber Fakt ist, keiner von den Leuten, die ich kenne, weiß, wer das sein könnte. So.
Ansonsten hat keiner dort übernachtet, was sich gerade so anhört wie, ja, ist doch klar, dass da niemand übernachtet. Nee, stimmt nicht so ganz. Tonstudio-Zeugs und so, da übernachten schon mal Leute. Ich bin auch manchmal noch länger da. Ist aber nichts passiert. So, weiter. Das ist auf jeden Fall gut. Christoph von Eid, der sein tägliches Brot da natürlich bestreitet, hat gerade richtig die Arschkarte, weil er kommt nicht an sein Büro mit seinen Daten und er kommt auch nicht ans Lager. Ich persönlich komme nicht an meinen Streaming-Raum, an mein Drumset und an das Equipment, was da drin steht. Das Gebäude ist halt einsturzgefährdet, wie ihr seht. Und das wird auf jeden Fall safe abgerissen. Man weiß aber nicht, ob man vielleicht an die Sachen rankommt, die noch irgendwo vielleicht noch zu retten sind. Weiß man nicht. Ist die Explosion weit von deinem gemieteten Raum weg? Nee, da an der Ecke. Also nee, ist es nicht. Ist einfach alles, das ganze Gebäude ist davon in Mitleidenschaft gezogen worden. Selbst das gegenüberliegende Gebäude, da wurde gecheckt, ob das einsturzgefährdet ist von der Druckwelle. Und ist es aber wohl nicht. Dritte Obergeschoss ist direkt darüber. Also ihr müsst euch vorstellen, das zweite Obergeschoss, das ist das, wo der Streifen durchgeht, ne? Und meinst du darüber? Das Problem ist nur, dass selbst wenn der Raum nicht jetzt von Wasserschäden oder von Brandschäden im Eimer ist, dann heißt, kann es trotzdem, dass man nicht rein kann, weil die Decke halt kaputt ist, beziehungsweise der Boden von dem Raum halt kaputt ist und einstürzen kann. So. Und es gibt keinen Gasanschluss. Nee, man weiß nicht zur Ursache. So. Ich habe es eben schon gesagt, bevor ihr kamt, ich werde nicht sagen, was ich so höre, weil ich das nicht weiß, ob das stimmt. RKTBNS und EID ist quasi der gleiche Raum und mein Raum ist in diesem Raum. Also es betrifft uns alle, ja. Genau. Pass auf, mit dem Buchstaben hat es nichts zu tun. Da, wo die Matte hängt, diese Schutzmatte, wenn ihr da auf diesem Dach, ja, quasi an der Kante, wo gerade die Hälfte fehlt, wenn ihr da nach links geht, übrigens dort ist die Wand nach außen weggedrückt, ne, dass ihr mal eine Vorstellung habt, was da gerade abgeht. Also nur weil das Haus da cool aussieht, heißt das nicht, dass das Haus cool ist, weil die Wand, wo diese Matte hängt, ist nach außen gedrückt von der Explosion. Und dahinter habe ich meinen Raum. So. Ja. Hast du schon geschlafen? Ich habe es die Nacht probiert, ging okay. Also es war auf jeden Fall gut, dass ich nicht da war. So viel steht fest. Ist die Polizei da? Ja, alles voll, ist alles abgesperrt, kannst auch nicht mehr ran natürlich. Was natürlich auch auf der anderen Seite ganz gut ist, weil es auch vielleicht Verrückte gibt, die vielleicht was klauen wollen oder so. Also kannst du gerade gar nichts machen. Ja. Es hätte viel schlimmer kommen können. Ich bin wirklich, ihr habt es eben nicht mitbekommen. Ich war gerade mit dem Geschäftsführer von dem Tonstudio, welches neben meinem Raum ist, hier im Gespräch. Yeah, Yeah, Yeah Studios, der hat da einen Wert von über 500.000 Euro und er meint, er kann es auch gar nicht nachvollziehen, wie viel Wert da drin ist, so Vintage-Equipment, was nicht nur den materiellen Wert hat, sondern natürlich auch den ideellen Wert hat für ihn, so die Hamburger Musikszene ist da quasi, geht da ein und aus, ist für ihn halt richtig bitter und da bin ich mit meinen zwei Computern, Drumset, Mikrofonen und allem Zeug, wenn ich da auf 20.000 komme oder so, ist das für mich persönlich so viel Kohle, für mich aber schlecht, wenn ich in seiner Nähe bin und sage, ey, Alter, mir geht's kacke. Also das ist halt schon was anderes. Und gut versichert zieht halt leider gar nicht, weil es halt eine Explosion ist und man nicht weiß, wo die herkommt und Versicherungen zahlen da erstmal so nicht. Und übrigens haben auch die Räume an sich keine Versicherung, die das abgreifen, also die das abdecken würde. Wenn, dann kann es nur, also ja, ist, da rechnet, also ihr habt's, die anderen haben es gerade mitgekriegt, da rechnet keiner mehr so richtig mit. Also ich weiß, dass es immer so ein Gedanke ist, aber ja, ist halt kacke. Immerhin war ich nicht drin. Muss haftlich vom Verursacher sein und den kennt halt auch keiner. Ja, ist alles nicht so geil. Warst du nicht selbst Untermieter bei Eitern? Ja, genau. Mhm. Ja. Ich sag jetzt nicht, dass das niemals eine Versicherung übernimmt. Ich sag nur, dass es einfach nicht so easy ist, wie es gerade darstellt. Also es funktioniert so nicht. Und ja, der Gebäudebesitzer ist irgendwie gerade nicht erreichbar. War, weiß ich auch nicht, ist alles nicht so easy. Bisschen schwierig. Ne, mehr, also es ist der Rocket RKTBNS und EID ist derselbe Raum. Und wenn du mich jetzt fragst, ist mehr RKTBNS und EID betroffen, dann würde ich sagen mehr EID, weil Christoph, es ist halt sein Hauptjob so, ne? Das ist, er ist sein täglich Brot. Er hat da seine Räumlichkeit drin, seine
sein Büro hat gerade neue Ware bekommen. Also, ich glaube, das ist relativ easy zu benennen. Oh, nicht so geil. Alles ein bisschen bekackt, Leute. Vielen Dank für Leute, die gerade, hat es auch gemeint, ey Leute, hier war einfach Hubschrauber, hier waren über 100 Feuerwehrleute, die haben gestern den ganzen Tag da reingespritzt, hat einfach, ja, es hat auch lichterloh gebrannt, so auf jeden Fall. Ey, danke für die Unterstützung, versteht das aber jetzt gerade nicht falsch, das hier ist kein Battlestream, ne? Also, das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst. Das hier ist kein Stream, wo es darum geht, ich muss mich mal wieder umdrehen. Moment. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Das hier ist kein Stream, wo ich hier sensationsgeil euch zeige, was abgeht und macht mir die Taschen voll. Sondern das hier ist ein Stream, der mir persönlich auch hilft, das hier ein bisschen einzuordnen und vor allen Dingen auch für die ganzen anderen Betroffenen auch irgendwie denen zu helfen, irgendwie, wenn es über mehr Bekanntheit, versteht ihr? Weil es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man was rausbekommt. Das werden die nächsten Tage entscheiden. Sollte es nicht der Fall sein, ja, weiß ich, dass es da eine Menge Leute gibt, die garantiert Lust haben, dass ich irgendwann wieder Schlagzeug spielen kann. Und dann werde ich da auch in diesem Fall diese Karte spielen, weil es einfach super kacke ist. So. Aber momentan noch nicht. Ja, also werde ich selber ein bisschen traurig. So. Ja. Ich drehe mal wieder die Kamera um. Ja, ein bisschen spazieren. Immer die gleichen Geschichten. Kann mich jemand aufklären, was passiert? Ja. Die schnelle Version ist, weil quasi Explosion im Haus und das Haus ist im Eimer. So, das ist die schnelle Version. Haben Sie es gehört? So. Schnelle Version haben Google-Explosion, ja. Ey, und diese Straße hier, ne? Wirklich, wir standen hier gestern, die war ja komplett gesperrt. Also diese Straße, nur dass ihr es versteht. Bis zur Brücke dorthin, na wohl nicht ganz. Bis zum Ende des der Versicherung da vorne, bis zur Litfaßsäule, ja? Bis da war die Straße gesperrt und hier war halt alles voll mit Glassplittern, mit Fensterbrettern, also wirklich super krass, mit Steinen. Das war einfach nur unnormal. Und U-Bahn ist noch gesperrt, ja genau, weil sie gerade dort abchecken, ob sie noch was vom Haus entfernen müssen oder nicht. Und ein Mensch ist gestorben, ja, das muss man auch erwähnen natürlich. Schrecklich. Eine Person ist da umgekommen. Ja, richtig. Zur Ablenkung in den Lego Store. Habe ich mein Portemonnaie dabei? Ich würde mir gerne Cola kaufen. Ja, gucken wir mal. Ich drehe mal die Kamera um. Ja, ist krass. Ja, und gestern haben halt alle Leute hier gewartet und haben gedacht, vielleicht kann man noch irgendwas machen, weil auch keiner wusste, wie krass das alles ist. Aber ging halt irgendwie nichts. Genau, die Rückwand des Gebäudes droht auf die U-Bahn zu fallen, exakt. Danke aber an die ganzen Raider, ne? Also schön, dass ihr da seid. Zeig's dir nochmal. Moin moin. Das ist jetzt genau gegenüber von einem anderen Gebäude. Also hier waren wir eben schon mal für die Leute. Da ist ein Auto, ne? Seht ihr das? Da ist ein Auto da drin.
Da steht sonst mein Sprinter. Kein Witz. Ja, das ist mein Eingang. Kann man den noch sehen? Kannst du vielleicht, das ist zu dreckig. Neben dem, diese Tür da, da gehe ich rein. Verrückt. Verrückt. Ich habe da einen Raum gemietet. Ach so. Aber nicht gewohnt, ne. Krass. Und wer das im Wohnraum gemietet? Nee, eigentlich nicht. Aber eine Person hat da trotzdem gewohnt. Ja, das heißt. Ja. Nee. Ja, danke schön. Ah ja. Hier gleich. Danke. Alter Schwede, ey. Holy shit. Oh Gott, jetzt krieg ich ein bisschen Gänsehaut, ey. Das ist, alter Vater, was geht? Das Auto sieht dir das. Ich weiß nicht, was das verursachen könnte. Hier die Pflanze. Das macht ja schon ein bisschen traurig, ne? Das so. Hast du hier auch gemietet? Nee. Hattest du da eine gemietet? Nein. Ich war 2 Stunden vorher noch drin, tatsächlich. Also ich habe da einen Raum gemietet, ich war 2 Stunden vorher noch am Arbeiten und eine Person ist verstorben leider, ja. War er drin? Ja, wurde da geborgen, ja. Der wurde da mit der Leiter runtergeholt. Ja. Ist halt so, ey. Wie ist das gekommen? Weiß keiner. Nee. Ja, okay, aber jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist mit Versicherung und Co. Ne? Also ich glaube, jetzt hat es auch der Letzte verstanden. Es ist einfach nicht so super easy. Und ja. Mein Raum ist halt quasi da so. Da ist mein Raum. Genau dort.
Aber wie gesagt, es gibt Leute, die haben es krasser getroffen, weil es deren Hauptjob ist, ja? Und wird, also, ja. Nee, es ist auch nichts, was ansatzweise nochmal zu erklären ist. Das ist, diese Spekulation möchte ich beiwohnen. Ich mache mal einmal Fotos. Der Stream ist kurz unterbrochen. Ich bin gerade hier, möchte einmal für mich noch ein paar Fotos machen. Ich bin gleich wieder da, ja? Okay. Ja, gehen wir mal. Achso, noch cooles Selfie, wie man das so macht. Habe ich gerade gelernt, dass das viele Leute machen, so coole Selfies mit kaputten Gebäuden, weil es mega geil ist. Hier, cooles Selfie. Wie der NDR mich erreichen kann, na, also du kannst zum Beispiel meine E-Mail-Adresse durchgeben, die auf meiner Website ist oder hier irgendwie mir eine PM schreiben, hier bei Twitch oder auf meinem Discord-Channel mir da schreiben, da bin ich eigentlich am besten zu erreichen. Bis dann, du. Sowas, ehrlich gesagt. Ich gehe mal wieder heimwärts. Ein bisschen zu viel. Aber spazieren gehen tut gut. Kleiner Zwischenstopp. Bei Emir meint ihr, beim Bosna-Imbiss. Ey, ich würde gerne einen Cocktail trinken. Wenn er da ist, kaufe ich eine Cocktail. Support your local Bosna-Imbiss, auf jeden Fall. Ey, ich bin okay drauf, ne? Also, was soll ich sagen? Mir geht's gut. Also, jetzt nicht komplett. So, mir geht's psychisch heute auch schon viel, viel besser. Und das, was wir gerade machen, hilft mir auch, dass ich gesund bleibe. So, das ist gut. Und dieses Video bleibt auch bei Twitch online. Könnt ihr euch angucken, wenn Leute Fragen haben. So, gebt das gern weiter. Kein Ding. Und sollte ich eure Hilfe brauchen in finanzieller Hinsicht oder so, weiß ich, dass ich mich melden kann, aber erst wenn es soweit ist, Leute. Ja? Ne, Emi ist noch nicht da. Ich würde auch gerne, was ein Cocktail ist. Ja, das hat mich gerade gefreut. Das ist ein bosnisches Getränk. Es ist sehr süß und wird aus Kräutern gebraut. Schmeckt ganz geil. Das beste Getränk der Welt. Und ich will schon Gedanken wegen Late Night machen. Nee, um ehrlich zu sein. Ich muss heute tatsächlich mal dran denken, deswegen ist die Frage gar nicht so dumm. Aber ich habe halt keinen Raum mehr. Ich habe kein Equipment mehr. Ich habe nichts, mit dem ich das machen könnte, außer mein Handy. ist ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Sorry, dass ich lache, aber ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Ist ein bisschen dumm. Bist du dann frei? Nee, ich gehe gleich zur Arbeit, aber ich habe halt Spätschicht. So, und
ich kann jetzt auch nichts machen. So. Ich kann nichts rausholen. Ich kann nur mit euch sprechen. Und hier sind gerade wirklich viele Leute. Und das ist, glaube ich, dann auch eine ganz gute Sache. Und das ist nicht so ein, hey, super Funtime-Stream, wie ich ihn sonst gerne mache, weil ich einfach überhaupt keinen Bock habe, Leuten irgendwie irgendeinen Scheiß zu erzählen. Ich mag das einfach nicht so gerne. Heute hilft es mir aber. So, und deswegen ist das so ein Stream, wer ist. Und es ist außerdem gut für die Leute, die auch vielleicht Hilfe brauchen, wenn man noch was retten kann, dass vielleicht mehr Leute das mitbekommen, dass da einfach krasse Wertgegenstände drin sind und auch die Hamburger Musiklandschaft großes Interesse haben sollte, dass man dann noch was rausrettet. So. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Stream, ehrlich gesagt. Tim Faubian, yes, genau. Hast du dein Fahrrad noch? Ja, ich habe mein Fahrrad noch. Ey, lass das denn echt in Ruhe. Die Frage war wirklich nicht böse gemeint. Ich verstehe das auch. Also, das Leben geht weiter so. Es ist eine richtige Frage, weil ich habe auch einen Job. So, ne? Das ist hier gerade rumlaufen. Ich habe noch einen richtigen Job, der mir den Kühlschrank voll macht. Deswegen muss ich auch zusehen, wie es so weitergeht. Aber ich habe tatsächlich noch keine Idee, wie ich es Freitag mache. Aber ich muss mich heute dieser Frage stellen und dementsprechend alles cool. So, passt. Ja, es waren Tonstudios drin. So wirklich Christophs Lager von Eid. Ne? Ich wiederhole mich die ganze Zeit, weil auch immer Leute die gleichen Fragen stellen. Aber ich werde auch nicht müde, das zu erzählen, weil es einfach für die Person einfach wichtig ist. Und vielleicht kriegt es jetzt eben noch eine Person mit, die vielleicht wirklich helfen kann und so sagt, deswegen ist es gut. Also das Lager ist, und sein Büroraum ist halt in Mitleidenschaft gezogen. Und man weiß halt nicht, ob man überhaupt noch an die Sachen kommen kann. So, das ist alles. Ja. Google mal Hamburg und Explosion. Ja, es gibt einen guten NDR-Beitrag, der das Ganze schön darstellt, wo am Ende auch so eine geile Aussage von dem Reporter kommt. Das haben wir gestern Abend noch auf dem Sofa reingezogen. Ja, also dieses Gebäude wird abgerissen. Nein, nicht schon, nein. Und Christoph hat auch irgendwie mit der Polizei telefoniert. Und also die Polizei, muss ich wirklich sagen, die sind sehr freundlich. Machen, was sie können. sagt er, ich sah mal am Telefon. Ja, das Gebäude wird doch jetzt abgerissen. Und er dachte nur, Alter, nein, das ist nicht die Aussage, die ich jetzt hören will. Ist einfach schwierig. Ja, das Video bleibt auf Twitch, könnt ihr euch später geben. Alles Gute. Alles gut, meine ich. Alles Gute an mich, ja, genau. Genau, also das Streaming, was ich mir aufgebaut habe, war ursprünglich kein Streaming, sondern ich habe einen Raum gemietet zum Schlagzeugspielen, weil Schlagzeug ist eine der wenigen Sachen, die ich richtig gut kann. So. Und da habe ich auch immer gedacht, ich möchte das weiter ausbauen. Dann kam Corona und alles hat sich verselbstständigt und mit der Zeit habe ich mir einen Streamingraum gebastelt. So. Trotzdem ist mein Hauptjob natürlich Rocket Beans TV. Aber ich war immer Musiker und habe immer in Bands gespielt. So, das war natürlich auch irgendwie eine Tätigkeit, die immer klar war, dass ich das mache. Also auch arbeitsvertragsmäßig war das klar, dass ich Musiker bin. Und das war im Letzten natürlich wenig. So, und dann waren halt diese Streams total gut für mich. Und das möchte ich auch weiterhin ausbauen. Ich möchte auch gerne wieder einen Raum haben. Also das ist meine erste offizielle Hilfsgesuch. Irgendwie ein Raum, so, das wäre schon mal geil. Irgendwo musste ich unterkommen, weil das Gebäude wird abgerissen. Das wird halt schon mal helfen. Ja. Und das Wahnsinnige, was aus dem Haus klauen wollen, das kann passieren, aber da ist halt die Polizei, die bewacht das 24/7. So, nee, also alles andere mit, schickt mir gerade nichts zu, keine Spenden und so. Das, wie gesagt, wenn es soweit ist, melde ich mich und dann machen wir es auch richtig. Und dann mache ich auch ganz offiziell so, ich brauche Hilfe so und Christoph und wer auch immer. Aber das ist noch zu früh, versteht das, ja? Das ist nicht gerade der Stream dafür. Das ist zu früh, weil keiner weiß, was abgeht. Keiner weiß, was man da noch retten kann. Und eben nicht. Ja, und das möchte ich auch dann, ich möchte damit nicht so lapidar umgehen und sagen, ja, es wäre geil, wenn ihr mich unterstützt. Das ist nicht der Punkt gerade. Das kann auch schnell nach hinten losgehen. Weißt du, das möchte ich sinnig haben. Aber ich glaube, das ist auch nachvollziehbar.
für alle. Es kann auch sein, dass sie in 2 Tagen sagen, ja, ey, wir stabilisieren das, kannst du noch was retten? So, dann ist der schon mal viel gewonnen. Oder sie sagen, es ist alles weg. So, dann kriegt es eh noch mit. Ja, die Panflöte ist auch weg übrigens. Ja, ist wirklich auch so banale Sachen. Kopfhörer, hier vom Flight Simulator, diese ganzen Controller. Es summiert sich, es ist wirklich viel Shit da drin. 2 krasse Computer, Bildschirme, Orgel von meiner Oma, Erbstück. So, nicht geil daran zu denken, aber es sind nur materielle Dinge und deswegen alles cool. Alles cool. Die Nebelmaschine, ja. Geliehene Sachen sind auch ohne Ende drin. Ja klar, wo sollen sie sonst lagern? Das ist dafür da. So, und jetzt, wer rechnet damit, dass der Raum um die Ohren fliegt? Wisst ihr? Genau, die Boards an die Wand, mein Snowboard hier, Metallica Skateboard, so alles. So what? Das bringt dir auch nichts, wenn du einen halben Arm hast und trotzdem hast du die. Also was soll ich mich aufregen? Bin happy. So, alles andere kriegen wir schon hin. Geht das überhaupt einfach zu sagen, alles ist weg? Ja, geht, weil wenn das Haus einsturzgefährdet ist, also wenn es lebt, wenn es, das habe ich für eine Aussage gehört. Wenn nicht gewährleistet ist, dass man ohne Lebensgefahr das Gebäude betreten kann, also auch professionelle Menschen, ne, wie Feuerwehrleute oder Kletterer oder was auch immer, dann ist es weg. So, dann ist das halt so. Und es kann natürlich auch durch Wasserschäden, durch Qualm, durch so ein Zeugs kann das ja auch alles kaputt sein. Das weiß ja auch gar keiner, ne? Also, wie hast du von der Explosion erfahren? Ich wurde um 7:15 angerufen von Christoph, dem ich da den Raum habe. Oder ist halt sein Raum und ich bin halt damit drin, ne? So muss man sagen. Der hätte sich denken können, dass ich aus dem Raum gezogen wurde. So, der dachte einfach, ich bin der Typ gewesen, der rausgefischt wurde. Ist einfach völlig verrückt. Dann ging es halt so weiter und ich konnte es so im Halbschlaf gar nicht nachvollziehen, was er wollte. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, so ist es. Alles halb so wild. Und ich habe komplett umsonst gesaugt. Das ist tragisch, ja. Das ist sehr tragisch. Also was vielleicht an diesem Stelle wirklich ganz cool wäre, wenn wir uns irgendwie so ein bisschen zusammen überlegen könnten, wie man das Ganze öffentlichkeitswirksamer macht. Vielleicht ist auch genau das der Punkt für Late Nights am Freitag, nochmal eine dazu was zu sagen mit dem Rocketdienst-Publikum, nicht, dass ich mein Shit wieder haben will, weil das fände ich sehr unangenehm, aber dass halt da auch diese Musikleute drin sind, aber das ist gerade auch, glaube ich, kein guter Gedanke. Das möchte ich auch nicht machen. Ich überlege mir das mal in Ruhe, was da abgeht. Aber wir können gemeinsam mal im Discord überlegen, wie man so ein bisschen mehr Awareness schafft für die Leute da drin. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, nochmal eine Nacht drüber schlafen, genau. Nee, also da habe ich mich fast hinreißen lassen zu irgendwelchen Aussagen. Nochmal alles revidiert. Da gibt keinen Sinn. Also das muss auf jeden Fall, muss auf jeden Fall Sinn ergeben. Genau, Gunnar, müsste ich auch nochmal kontaktieren. Es haben sich gestern auch schon super viele Leute gemeldet. Ich war gestern nur überhaupt nicht in der Stimmung, mich großartig mit Leuten über irgendwas zu unterhalten. Also gar nicht, was auch nachvollziehbar ist. Ja, ist mega heftig, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war's mit meinem Gang.
Ich muss mich heute mal wieder ein bisschen um meinen Tag kümmern. Krass, dass so viele Leute hier im Stream sind. Mega, mega gut. Also tut eh gut, so viel Liebe zu erfahren und so viel Anteilnahme und Mutmachaussagen. So, das ist richtig cool. Und das zeigt auch, dass ihr wunderbare Menschen seid. So, das meine ich auch ernst. Und es ist keine leere Aussage. Und den Rest kriegen wir. Bleiben in Kontakt, Leute. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man raidet hier übrigens. Ich bin mit dem Handy unterwegs. Gibt es irgendjemanden, der das machen kann? Ansonsten. Ich lese mir gerade ein paar Kommentare durch. Das ist ganz schön. Ich möchte jetzt gar nicht wegdrücken. Ihr seid lieb. Also ihr Lieben, dann drücke ich einfach jetzt auf Ende. Wir halten uns im... Achso, ich kann glaube ich selber nicht schreiben mit dem Chat. Ich habe hier Streamlabs auf, ich glaube das geht nicht mit dem Handy. Das habe ich schon mal probiert, leider. Kriege ich so nicht hin. Danke, ey. Danke Leute. Fühlt euch auch gedrückt und ich meine es ernst. Irgendwie wird schon alles gehen. Tschüss.